Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir sind hier gerade am Rumbasteln seit dem letzten Mal, ja. Und haben hier die neue Kuppel gebaut und bauen hier gerade neue Wohnungen und alles. Was bedeutet, wir können auch bald neue Leute herschicken. Wir schicken jetzt mal die nächste Rakete los, oder? Die ist startbereit, oder? Wir können rein theoretisch wieder eine Mission machen lassen, ne? Wie schaut es mit der Forschung aus? Die ist noch voll. Ja. Kartenübersicht. Haben wir nicht hier irgendwo eigentlich unseren... Der ist zu Hause, okay. Dann soll er sich die Anomalie hier mal anschauen. Ich würde dann auch gerne Mist Project zusätzlich Forschungsfortschritt Expedition aussetzen bereit schicken. Dann können die sich direkt auf den Weg machen. Der fährt auch direkt los. Zum die Zeit noch ein bisschen verschnellern. Wir haben irgendwo ein Drohnenüberlastungsproblem und zwar hier unten. Wie viele Drohnen hatten das Ding? Drohnenlast hoch, verfügbare Fertigbauten. Okay, das sollte ja dann passen. Was ist jetzt hier los? Fehlfunktion. Ich glaube, wir können hier mal ein bisschen reduzieren. Ziel abgeschlossen. Belohnung 2 Milliarden. Hat sie jetzt gerade... Mal schauen, ob wir noch eine Mission haben. Forschungsfortschritt. Expedition aussenden. Bereit. Schicken. Gut. Wo ist denn unser Freund... Er hier. Ah ne, warte mal. Wo ist denn unser Expediteur? Habe ich den jetzt mitverschändet irgendwann? Okay, du kannst jetzt mal zurück. Was hast du da auf dem Rücken? Ich bräuchte noch ein paar Maschinenteile. Ah, das sind die letzten. Oh, ungut. Landest du mal? Research complete. Anomaly analyzed. Fortschrittliche Mars-Triebwerke. Raketen und Shuttles benötigen weniger Treibstoff. Das ist gut. Das ist gut. Ressourcen entladen. Alles. Also dich, warte mal, gucken wir jetzt mal auf dem Shoppingmarkt. Wenn wir jetzt hier, mal gucken. Ich habe noch verfügbare Raketen. Mit Frachtrakete können wir mal losschicken. Wir brauchen für die nächste Zeit auf jeden Fall noch ein bisschen Teile. Die 20 von denen auf Lager zu haben, ist glaube ich auch gar nicht doof. Drohnen-Hubs zwei mitschicken. Und dann starten wir das Ding mal. Dann holen wir uns noch eine Mission. Expedition aussenden. Ist bereit. Schicken wir das wieder runter. Die kümmern sich jetzt gleich mal um die Reparation, das ist gut.
Und dann kriegen die von mir hier auch oben direkt so eine... kleine Mülldeponie. Perfekt. Planetenanomalie analysiert. So. Ferngesteuerter Kunde ist auch wieder da. Kann der jetzt mal losfahren? Dass die Ressourcen da niedrig sind, das ist mir aufgefallen. Mir ist auch meine Wasserpumpe ausgefallen. Na, langsam ziehen sie die Sachen hier hoch, das ist doch schon mal schön. So, welche Rakete ist das jetzt wieder? Na, den schicken wir gleich hier mal in die Mitte. Ah, da ist schon wieder eine ready, dann können wir doch gleich wieder nach Mission gucken. Was ist das hier? Team 6, beliebig Ressourcen. Der macht Forschungsfortschritt. Und der hier? Ich will Forschungsfortschritt. Bereit. Schicken. Drohnen sind überlastet. Ja, okay, da sind jetzt auch gerade massig Sachen angekommen. Meteor incoming. Wo? No, no! Oh, gibt es jemanden, der sich da direkt drum kümmert? Oder wie ist das? Yes! Oh Gott, zum Glück. Oh, die produzieren aber auch schon Eisen, kann das sein? Ja, da arbeiten Leute. Cool. Research complete. Anomaly analyzed. Dann bauen wir ein kleines Steindepot hier zwischen. Funktionelle Nutzpflanzen ist auch fertig erforscht. Ach cool, jetzt sind fast schon alle leer wieder. Mars Treibhaus. Neues Gebäude Treibhausfabrik. Verwendet Treibstoff, um die Temperatur zu steigern. Ingenieurkollegen erhalten plus 10 Leistung, wenn sie in ihrer Spezialität tätig sind. Das ist gut. Mars Universität. Das bildet aus, ist auch nicht schlecht. Neues Gebäude stellt für Maschinenteile aus Metalle her. Passagierraketen können wir 10 mehr mitnehmen und das machen wir dann auch gleich mal mit. Perfekt. Er kommt da nicht hoch, Alter. Ah, da ist was, was du scannen kannst. Das ist noch gut. Und da oben sind dann auch noch Sachen, die er scannen kann. Achso, ja, wir können ja mal. Wir haben ja mittlerweile vorteilhafterweise Maschinenteile in Masse uns besorgt. Wie viel hat der noch im Lager drin? Der ist schön leer. Die hebt gleich mal ab. So, okay, das reicht fürs Erste da oben. Anomaly analyzed. Sobald die Drünchen hier oben ihre Sachen abgeben, also sobald der Tag beginnt, ist unsere Energieproduktion wieder positiv. Das ist immer super. Schauen wir mal. Haben wir hier unten irgendwas Spannendes noch? Nee, dann heißt es wohl, dass wir hier noch hier oben
uns begeben und jetzt hier die Sachen anschauen. Gut. Wo sind sie schon wieder überlastet? Hier ist die Drohne überlastet von dem. Okay, von der Rakete sind sie überlastet. Warum? Was holen die denn da raus? Also die nächste Rakete ist ready. City-Satellit starten. Zusätzliches Inventar 50-30-50. Gewährt Geldmittel, wiederholter Einsatz dieses Projekts führt zu geringeren Gewinnen. Ergebnis 2 Milliarden, okay. Das führt zu Ressourcen. Da brauchst du auch viel für. Erhöhen die Sponsorenforschung im Austausch für den Bau und Start eines Kommunikationssatelliten, okay. Na, wir tun erstmal hier auf Ressourcen setzen. Expedition aussenden. Bereit. So, ich würde eigentlich auch sagen, dass wir uns jetzt eine Passagierrakete holen. Was haben wir dran? Ausgang Geologe, Ingenieur, keine Spezialist, Botaniker, Offizier, Ingenieur, keine Botaniker. Die würde ich starten lassen, ja. So. Aber läuft hier schon eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt hier noch eine große Wohnung, das ist natürlich auch gut. Research complete. Wenn ich alles richtig gemacht habe, habe ich hier auch noch ein Stück freigelassen, damit ich dann hier rausbauen kann. Perfekt. Dann muss ich nur noch die Kapsel noch da setzen. Planetenanomalie gefunden. Vielleicht kann er die ja erforschen. Da gibt es auch, ja, hier gibt es einen Weg runter. Perfekt. So, hier oben gibt es noch mehr. Also hier oben ist echt tonnenweise Wasser. Das muss man alles eigentlich erschließen in Zukunft. Was für eine Rakete jetzt eigentlich, die ich gerade ausgewählt habe? Warte mal. 6 Passagiere. Ist die Attimationsrakete. Du kannst jetzt erstmal abhauen. Du hast gleich unsere neuen Bewohner dabei. Genau. Neuen Bewohner. Die sprinten mal direkt in die Anlage. Und dann geht's durch den Tunnel durch. Die neue Anlage hier. Die machen schön schon eine Produktion hier draußen. Das haben wir gestoppt, weil dafür brauchen wir Edelmetalle, die haben wir noch nicht. Da müssen wir erst die Produktion hin verlegen und das ist noch ein weiter Schritt. Aber wir sollten immer noch... Gleich mal ordentlich wieder an Kohle bekommen. Ist immer vorteilhaft, wenn man genug Kohle hat. Was soll ich mit der jetzt machen? Einem Gebäude zuweisen, Feuerkolonist. Mach ich die jetzt hier unten drin? Also die kann man nie einfügen, what? Lustig, wie man den dann zuschauen kann, wie der drin wohnen und leben und machen.
Kann ich rein theoretisch eigentlich, wenn ich sage, okay, ich will hier noch einen Anschluss machen? Was? Unterhalb gelegene Objekte blockieren den Bau. Der Durchgang ist eine. Das Kabel blockiert zum Beispiel auch. Das ist natürlich so eine Sache. Man muss jetzt aufpassen, wo Kabel. Aber du kannst ja an den, Produktionsausbildung. Okay. Was ist das jetzt? Logi, Neukuppel, Mittel und Trigon. Nervenzusammenbrüche, das ist schon mal keine schlechte Sache. Wir machen halt aktuell kein Wasser plus, wie scheint. Wassererzeugung und Wasserbedarf. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt hier dazwischen vielleicht noch ein paar Wassertanks bauen. Falls mal wirklich was ist, dann sind Tanks direkt auch noch vor Ort. Schicken wir raus, bereit, schicken. Schon haben wir 10 Wasser plus. Sektor scanned. Machen wir das gleiche auch noch für Sauerstoff. Habe ich da ohne Wasseranschluss gemacht, oder was? Gut, dann so. Hatten der 26 Drohnen hat der aktiv. Holy shit. Der hat doch jetzt einen Anschluss. Jetzt funktioniert irgendwie komisch. So. Ich habe die ganze Übersichtskarte, ob wir schon irgendeinen neuen Punkt zum Forschen gefunden haben. Da kommt auch eine Rakete zurück. Du kannst meinetwegen wieder abheben. So. Was ist hier durchschnittlich Komfort? Die Moral und die durchschnittliche Zufriedenheit. Mhm. Sammel du mal die Ressourcen hier ein. Was haben wir denn noch so hier? Wir haben 3 Drohnen-Hubs. Wir müssen eigentlich bis hier abdecken. Ich will auch eine durchgehende Eichverbindung haben. Deswegen schauen wir mal.
Dass wir dann die nächsten Drohnen habt und wieder so errichten, dass das funktioniert. Die kriegen direkt hier noch so ein kleines Universallager dran. Und sind alle Raketen ready zum Start. So, dann ist der schon mal ready. Und dann klar. Nächsten Drohnen hab. Da anbringen. Dann machen wir eine neue Stromleitung hin, aber in diesem Fall, weil dazwischen müssen ja dann die Dinger verlaufen. So. Du kriegst dann auch direkt ein kleines Universallager noch dazu. So. Ich werde hier aber auch eine große Kapsel wahrscheinlich hinsetzen. Am liebsten würde ich halt, wie gesagt, schauen wir mal. Ich habe ja diese große Kuppel hier. Hier eine hin, hier eine große Kuppel hin und dann hier nochmal eine kleine. Und dann fahren wir über den Weg sozusagen hier drüber. Und hier soll eine Kuppel hin auf jeden Fall. Doch wir tun jetzt erstmal alles so verbinden und dann auch herrichten, wie es sein muss. Polymer? Der hat Polymer? Wie Polymer? Hat der schon mal... Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann... der letzte notwendige Drohnenhub. Ganz am Rande. Hier auch direkt nochmal ein Universallager hin. Dann sollte das gut passen. Wir werden vielleicht dann hier auch mit diesem Solarpanelfeld anfangen. Hier oben will ich mit mehr Wind dann noch agieren. Weil grundsätzlich wäre für mich Ziel vor allem in die... Ja, wie konnte ich denn das jetzt drehen? Warte mal, wie ging das? RT. So, dann kriegen die nicht auch ein kleines Lager. Aber das Gute ist ja, dass sie anfangen zu verteilen von A nach B. Und somit wird das eine zum anderen vom Zwischenlager und das Zwischenlager vom anderen Zwischenlager tut dann wieder verteilen. Dann sollten wir da hoffentlich auch eine gute Zwischenbilanz kriegen. So. Ein Gebäude funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil eine Schichtmitarbeiter fehlt. Okay. Dann bauen wir doch mal die erste große Kuppel. Ich will große Kuppeln haben, weil ich finde, das ist um einiges praktischer. Tja, verbinden wir gleich da am Netz. Dann können wir da gleich auch die Lebenserhaltungssysteme anschließen.
und auch wieder direkt einen Wasserturm dazusetzen und einen Sauerstofftank. Metall für 50. Technologie austauschen und Ressourcen an. Handel beginnen. Wir schicken 50 in Tausch. Übertragen werden, brauchen wir nicht. Schauen wir mal, wie sie das jetzt hinkriegen. Aber Leute, ich sehe gerade, ich habe dezent überzogen. 26 Minuten für die Folge ist doch ein bisschen lang. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.